Und wir sind im Spiel. An der Stelle natürlich auch für YouTube. Hallo und herzlich willkommen bei Los Arcos. Mit dieser. Achso, ich schlafe ja noch. Ne? Hallo. Steh auf. Jetzt. So, Nico liegt ja auch noch. Und ich würde, bis Nico da ist, vielleicht erstmal ein bisschen was zu futtern holen. Was? Oh. Oh, ich wusste nicht, dass wir auf dem Vulkan sind. Das ist ungünstig. Das ist, ja, das ist nicht gut. So, El Schleppo soll tragen können. Ich fliege vielleicht mal kurz mit dem und versuche von unten irgendein Viech zu killen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Natürlich haben wir auch bestes Wetter, ganz klar. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier oben sind. Verflucht. Ich hoffe, wir kriegen was zu essen. So, jetzt. Ich habe zu wenig Speicherplatz. Was? Lösch sofort COD. Nein. Du hast Shit. keine andere Wahl. Weißt du, was ich vergessen habe? Was denn? Wir sind auf dem Vulkan. Wir sind Ja. gar nicht daheim. Ja. Oh, haben. Boah, wenn wir noch Beeren haben, könnten wir uns hier so ein Viech snacken. So ein Abbauviech, weißt schon. Ich versuche mal eins mitzunehmen. Kylokosaurus. Genau, so ein Onkel Saurus. Okay, ich habe Was? einen. Ich nehme den jetzt mit hoch. Komme, was wolle. Der kommt mit. Und dann strecken wir ihn nieder. Ich habe noch einen Betäubungspfeil. Ich hoffe, du hast auch noch welche, wenn du dann mal drin bist. Und ich hoffe, wir haben Das irgendwo Bären. geht Wahrscheinlich nicht. nicht. Wie kann ich auf Battle.net Game deinstallieren? Brauchst du Deinstallieren. dafür? Musst du Ja, eigentlich weiß lassen. ich, aber wo kann ich das da drin machen? Keine Ahnung. Ich habe das noch nie Ich deinstalliert. hab's. Hm. Oder willst du es gerade neu installieren? Dann im Zweifelsfall auf D. Weil Laufwerk C ist so das Nee, ich Betriebssystem. will. Ich, nee, nee. Weil ich habe sie ja über Battle.net runtergeladen, das heißt, ich muss sie über Battle.net deinstallieren. Damit der. Ja. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung. Ah, da, jetzt. Okay. So, Okay, jetzt haben wir das weil Viech hier oben. Der will natürlich gefühlt gleich abhauen, was ich aber ehrlich gesagt nicht so sehe. Alter, wenn du da runterfällst, bist du tot. Und er. Alter, der ist gerade einfach in den Freitod gelaufen. Der ist jetzt tot. Wahrscheinlich. Ist das da sein. Oha, der hat überlebt. Was ein krasser Dude. Vielleicht sollte man den doch erst zähmen, aber dafür bräuchte ich Betäubungspfeil. Ich schau mal, ob Nico noch welche hat. Der liegt ja eh noch im Bett. Update dauert doch. Ja, kein Stress. Gegebenenfalls klaue ich dir jetzt all deine Betäubungspfeile, weil ich will einen Onkel Saurus. Sehe ganz genau, was du tust. Und ich weiß, dass er so heißt. Der heißt Onkel Saurus. Ich finde übrigens unsere Bude hier sehr schön. Die gefällt mir echt gut. Wow. Du hast also auch keine Betäubungspfeile mehr. Das ist ja kritisch. Doch, eigentlich müsste ich noch welche haben. Nee, du hast nur noch eine ganz normale Gewehrpatrone. Okay, komisch. Ich dachte, ich habe noch welche. Das ist schlecht. Ich schau mal in den Schränken, ob hier noch was liegt, aber ich glaube nicht. Wollte mich das vielleicht in irgendeinem Vogel rein? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich noch ein paar hatte. Ich schaue sofort alles durch, keine Sorge. Weil Okay. so ein Onkel Saurus, der wäre schon. Der wäre lecker. So, der hat nix. Der hat Gammelfleisch. Der hat Steine. Warum hat er noch Steine? So, du bist El Sprinto, du gehst auf Ausdauer.
Schon fast bei 1000. Nice. So, du gehst weiter auf Gewicht. Der hatte auch bloß Gammelfleisch. Das ist schlecht. Das heißt, wir haben hier oben nichts zu essen. Und kein Onkel Saurus. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also eigentlich gefühlt müssten wir erstmal was töten. Und vielleicht... Ich schau mal, dass ich vielleicht ein paar Narkobären bekomme. So 2 oder 3. Sich. Weil dann könnten wir Betäubungspfeile oben schnell herstellen. Achso, nee, wir haben kein Schwarzpulver. Aber wir können Schießpulver herstellen. Alles kein Problem. Weil so ein Onkel wäre schon wirklich sehr angenehm. Hätte ich ein bisschen Bock drauf. Ja, was bist du denn? Alter, was ein wunderschöner Skorpion. Sehr schön. Ich will den eigentlich fast haben. Das, Alter, das ist wunderschön. So, aber eigentlich möchte ich ja mehr in diese Richtung. Wo halt gerade Viecher sind, da sollte ich nicht hin. Aber ich brauche Berries. Ein paar. So, hier haben wir nochmal einen Onkel. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Was zu futtern bräuchten wir halt eigentlich auch. Oh, ein Affe. Da kommen Erinnerungen auf. Ach, diese scheiß Insekten, ich hasse sie einfach. Aber ich... Alter, der trifft die auch einfach nicht. Jetzt töte doch diese Kackinsekten. Weißt du, gleich ist er erschöpft. Ich hasse es. Da ist ein Raubtier. Von diesen Raubkatzen halte ich mich sicherheitshalber auch lieber fern. Solltest du. Ich weiß nicht, wir sind nicht so gute Freunde. Mal kurz Ausdauer tanken. Ja, scheiße, wir brauchen Essen. Was wäre denn mal eine leichte Beute? Ja, ein Raptor wahrscheinlich nicht. Auch wenn er echt... Alter, hier sind heute so viele schöne Saurier. Da ist irgendwas, was schon tot ist. Ich loote das einfach mal schnell. So, habe ich gemacht. Das heißt, ein bisschen rohes Fleisch. Immerhin. Fehlen nur noch die Narkobären. Den Rest für Munition könnten wir hier oben herstellen. Wir werden jetzt aber hier natürlich auch super an Narkobären kommen. Ja, ihr killt euch gegenseitig, das ist mir ganz recht. Oh, oh, ich glaube, der verliert den Kampf. Und dann greift er mich an. Natürlich haben sie den Kampf gewonnen. Dann greife ich da jetzt an. Hier haben wir ein paar Kompis. Ja.
Warte mal. Oh, ich habe, glaube ich... Ja, ich habe aus Versehen einen von deinen genommen. Naja, egal. Ich level den halt nebenbei. Kriegen wir hin. Außerdem kriegen wir dadurch auch ein bisschen Fleisch. Dieser blöde. So, da haben wir noch ein paar Kompis. Bis die nicht tot sind, brauche ich halt auch nicht unbedingt landen. Also hier kriegen wir nicht unbedingt Beeren. Da unten brauche ich auch nicht landen. Viel zu riskant. Wie schaut es denn mal an? Ja toll, da ist natürlich gleich eine Alpha. Ich wollte gerade sagen, wie schaut es denn am anderen Ufer aus, aber das ist nicht besser. Jedenfalls nicht für Bären. So können wir uns halt keinen Onkel Saurus zähmen, das ist schwierig. Hier ist auch schon wieder riskant. Vielleicht hier. Sieht zumindest mal kurz friedlich aus. Kommen schon ein paar Narkobären, bitte. Hört man das Hundegebelle? Nee, ich höre gerade gar nichts. Okay, außer das friedliche Vogelzwitschern hier im Urwald. Und ich stehe direkt an unserer Hauswand. Was sehr sympathisch ist. Die mit ihrem blöden Kleffer. Ja, manche Hunde sind einfach zum Abgewöhnen. So, 45 Narkobären. Ja, ist tatsächlich gar nicht so viel. Das sind immer die Drahtstampen von Stöpfel, die treffen sich immer oben da. Okay, wir sollten langsam abhauen. Damit kriegen wir wahlweise 9 Pfeile für die Armbrust. Oder... Ich glaube, einen einzigen oder 2 Betäubungspfeile fürs Gewehr. Das ist nicht so viel. Weiß ich gerade nicht, was ich von halten soll. Wir brauchen halt unbedingt das Gewächshaus. Was ja aber auch so ein bisschen das Ziel für heute ist. Noch ein Agentabis für Nashe besorgen. Ja, wäre nicht schlecht. Aber auch das wird halt nichts ohne Betäubungsmittel. Das ist richtig. Also wir werden so oder so nochmal nach Hause müssen. Ich hätte halt gerne Eisen und so gleich mit dem Onkel abgebaut. Ich glaube, das wird nichts. Einfach Onkel Sam oder so, wenn du gezähmt hast. Ja, das Problem ist, ich krieg den ja nicht betäubt. Naja. Was liegt denn da? Ich habe die Notlösung wieder gefunden, glaube ich. Halt echt? Krass.
Hier sitzt Notlösung. Oh, shit. Jetzt bin ich tot, glaube ich. Oder auch nicht. Hui. Das war gefährlich. Ich würde gern wieder auf den Argentavis, weil Notlösung kann mich nicht mehr tragen. So, Alter, komm schon. Ja, das wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich. Bring drüber bis Kiers. Das ist ein bisschen sehr riskant. Okay, das geht nicht. Okay, vielleicht hier rum. Jawohl. Cool, wir haben Notlösung wieder. Geil. Jawohl. Da habe ich ja jetzt schon was Produktives getan. Alter, ich bin so stolz auf mich. Startbereit in 12 Minuten. So, du folgst jetzt mal bitte nicht mehr. Und gibst mir mal das ganze Fleisch. Dann Mörser. Mörser mal, glaube ich, oben. Ja. Boah, ich könnte mir was zu essen bestellen, ne? Boah, hör auf, ich hätte auch voll Hunger, ohne Scheiß. Ich hab noch Geld einstecken. So, bin ich. So 9-mal Betäubung. Wie viel brauchen wir für einen so einen Schuss für die Flinte? 3. Das heißt, ich hätte 4 Betäubungspfeile, das könnte rein theoretisch für den Onkel reichen. Beeren haben wir auch genug. Also vielleicht kriegen wir das sogar hin. So, wo war das Holz? Wo Holz? Holz? Haben wir kein Holz mehr oben? Das weiß ich nicht. Das ist nicht cool. Wir haben halt wirklich kein Holz mehr. Scheiße. Hier kann ich nichts aussortieren. Also wenn waren die Öfen an und dann ist es jetzt sowieso weg. Ne, warte, Fasern waren hier nicht. Oder im Lagerfeuer? Nee, das ist alles durchgebrannt. Weil wir auch die Holzkohle brauchen, also an sich passt, ja. Ein paar Steine. So, dann würde ich Notlösung gerne mal parken. Kommst du? Komm ran jetzt, hallo. Was ist denn mit dir? Cool, wenn ich jetzt absteige, bin ich im Vulkan. Wetten? Oh, Glück gehabt. Warum kann er mich nicht tragen? Achso, das, ja, Werkzeug und so. Klar. Das war ja bloß Notlösung. Ja, komm her. Kann ich... Jetzt kann ich ihn landen. So, du bleibst nämlich hier. Alter, 5 Level. Nice. Wir müssen schnell Holz holen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Komm, Schleppung. Wir gehen mal kurz Holz holen. Und danach den Onkel, den kriegen wir. Alter, was ist das für ein wunderschöner Argentavis? Der ist schwarz-rot. Oh, den hätte ich gern. Der ist halt wirklich einfach nur hübsch.
Also der würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vielleicht müssen wir später nochmal Argentavis fangen. Oh shit. Alter, das war knapp. Hui. Die waren schneller da, als ich dachte. Diese Mörder. Huiuiui, jetzt wäre ich fast gestorben. Sowohl in-game als auch in echt. Bitte nicht, das ist immer, das ist mein Freund. Nee, diesmal habe ich wieder meinen. Dann ist okay, wenn du stirbst. So, ein bisschen Holz habe ich. Was muss erstmal reichen. Ist was, dann hilfst du dich schneller. Ich habe gerade. Ja, das ist ja das Problem, ich habe ja gerade nichts. Boah, der Agentar ist echt wunderschön, ich will ihn haben. Danach möchte ich seine Mutter begatten. Was? Was? Natürlich nicht. Niemals. Ah. Oh, Digga, was dauert denn da jetzt so ewig? Ja, du, das frage ich mich auch. Ich will, habe ich von dir alles? Ja. Ja, ich will, dass du mitzockst. Ja, ich auch. So, ein bisschen Holz rein. Weil 20 Stück sollte reichen für den Anfang. Achso. Betäubungsmittel, ist das hier fertig? Ja. Dann brauchen wir Zündpulver. Das mache ich auch noch schnell. Komm, machen wir gleich ein bisschen mehr. Bis dahin kann das Fleisch durchbrutzeln. So, Zündpulver mache ich hier. Danach brauche ich Holzkohle. Aber erstmal was essen. Holzkohle müssen wir eigentlich gefühlt fast überall ein bisschen haben. Oh, geil. Geil. Da habe ich vor Freude erstmal gekackt. Aber wirklich mit einem Elan, das ist unglaublich. Oh, so viel war hier gar nicht. Wir brauchen hier dringend Holz. Hier oben. Da sollten wir vielleicht mal den ein oder anderen Argentavis vollknallen. Wir brauchen einen Biber. Vielleicht holen wir uns wirklich als nächstes einen Biber. Junge, was ist mit meiner Grafik los? Ah, jetzt. Okay. Ja, manchmal ist am Anfang ein bisschen matschig. Yep. So, 89. Okay, wie ist jetzt der Stand der Dinge? Wir sind auf dem Vulkan. Fleisch ist im Ofen. Kannst du dich bedienen. Dann holen wir uns einen Onkel. Und einer müsste eigentlich gleich vielleicht nochmal Narkobären holen und ein bisschen Holz für hier. Ich würde aber fast sagen, dass ich mal heimfliege, oder? Und das daheim mache, oder? Ja, dann flieg mal heim, hol mal ein paar. Beziehungsweise bei mir in der Werkbank müsste auch noch Narkosemittel sein. Nimm das mit. Dann brauchen wir, wie gesagt, sehr, sehr viel Holz. Dass du da mal so 500, 600, je nachdem, was du tragen kannst, mitnimmst. Dass wir hier halt ordentlich abbauen können. Weil dann können wir uns zwei Ankels holen und hier ordentlich farmen. Okay, kümmere ich mich jetzt um Holz, Narkosemittel und komm wieder. Genau. Zur Not, wie gesagt, Narkobären kannst du auch mitnehmen, falls du nochmal Bock hast, mit dem Trizi rumzurennen. Mhm. Nimm dir was zu essen mit. Wie gesagt, im Lagerfeuer unten ist was drin. Müsste reichen, bis ich daheim bin. Wir brauchen dann natürlich Eisen, ne? Da muss ich mal kurz so farmen. Bringt ja nichts. Schleppo, komm mal mit.
Du bist auch ein Feind. So, hier ein bisschen Metall. Alter, das geht. Einfach mal mit der Hand 180 Metall. Sollte für die Munition mal reichen. Und Schleppo ist noch nicht mal voll. Also jedenfalls nicht so, dass er nicht fliegen könnte. Geile Sache. Und vom Prinzip, wir bräuchten hier oben aber eigentlich auch ein Gewächshaus. Wenn man jetzt mal den Gedanken weiterspinnt. Ja, das können wir dann alles nach und nach machen. Aber sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. Einfach, wenn wir hier oben wieder was schnell züchten müssen, dass wir direkt loslegen können. So, das mal eben ablegen. Hier was futtern. Ja, weiß was, ich fresse einfach alles Scheiß drauf. Ist ja noch mehr als genug drin. So, das lässt sich super durch drei teilen. Das hier allerdings schon. Dann verteilen wir das. So, dann teile ich das hier nochmal. So, das ist hier drin. Was ist ein 111 durch 3? Mach ich mal 35. Hey. Keine Ahnung, irgendwas um die 32, 33. Kommt eine Kommazahl, glaube ich, raus. Ich habe jetzt 36, 37 und 38. Passt. Ja. So, überall 20 Holz rein. Sollte dann auch reichen. Dann haben wir nämlich gleich das Eisen. Essen haben wir. Narkosemittel haben wir ein bisschen was. Schießpulver haben wir ein bisschen was. Also eigentlich müssten wir dann ja, Material haben. Das Problem ist halt, vier Narkosepfeile. Na, ich glaube nicht, dass das reicht. Glaube ich leider wirklich gar nicht. So, das hier rein, das hier rein. Hier unten brauche ich halt auch keine Beeren sammeln. Ach, bist du komplett ohne Begleitung geflogen? Was ist denn mit dir? Ja. Aber ist irgendwie nicht dran gedacht. Ich hätte mal einen Vogel komplett vollgeknallt, bloß mit Holz. So, die sind sauber nebeneinander geparkt. Auch das sehr schön. So, mein Sprint hier ist gleich bei Ausdauer 1000. Geil. So, 12 Metallbarren. So, ich habe jetzt diese 4 Narkosepfeile.
Ich schaue jetzt, ob das für einen Ankylosaurus reicht. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Mein Gott. Dann sind die halt verballert. Dann haben wir zumindest einen Ansatzpunkt fürs nächste Mal. So, hier, der ist ganz einsam. Da schaut es gerade auch halbwegs sicher aus. Außer dieser wirklich wunderschöne Argentavis.